Was ist der Punkt? Zusammenfassend. Der Punkt ist, und das habe ich bei meinen Studenten auch erlebt, sobald sie eine Idee aufnehmen, eine Anfangsidee und dabei bleiben, nicht mit einer Anfangsidee gründen, sondern an dieser Anfangsidee tüfteln, arbeiten, diese Anfangsidee ausarbeiten, da fokussieren sie und da fliegt ihnen eine Menge zu. Mir ging das auch so. Ich habe von Tee nichts verstanden, aber ich kriegte einen Teeblick. Ich blieb plötzlich vor Teegeschäften stehen. Wenn was in der Zeitung stand oder sonst wo, habe ich das aufgenommen. Ich habe nie irgendwas, eine Sequenz über Tee gelernt in irgendeinem Kurs, sondern ich habe eine Menge aufgenommen. Natürlich können Sie mich heute auf ein Podium stellen und ich kann mit Tee-Experten mitdiskutieren. Nicht, weil ich da geschult wurde, sondern weil mir das natürlich in einer anderen Weise viel lernintensiver entgegenkommt und auch von mir aufgenommen wird als von anderen. Das habe ich gelernt. Diese Fokussierung ist was ganz Wichtiges. Und diese Fokussierung verändert diese Menschen. Die werden auf einmal sehr viel, früher hätte man gesagt, tatkräftiger. Die bleiben in der Spur. Die verändern sich gegenüber diesem Allotri der anderen, die eigentlich nicht wissen, was sie sollen und sagen, na dann später habe ich ja mein Zertifikat und dann gehe ich auf den Arbeitsmarkt und da wird mich schon einer einstellen. Und Sie wissen dieses Konzept mit dem Flow von dem Csikszentmihalyi, wo man immer dachte, dass so für Künstler, die sollen ihre Arbeit aufgehen. Ich habe das beim Entrepreneurship bei meinen Studenten zum Teil auch erlebt, dass die, weil die Anforderungen wachsen, es wird nicht langweilig, also entweder geht man ja in die Langeweile, weil man immer das Gleiche macht, oder man wird überfordert und dann kriegt man Stress, dann ist es auch nicht schön. Flow ist, wenn man so in einem Kanal nach oben geht. Man lernt immer mehr dazu, es wird immer anspruchsvoller, aber man rauscht nicht in die Überlastung und man rauscht auch nicht in die Unterforderung. Also Flow ist ein Prinzip, was eigentlich für Entrepreneurs erreichbar ist. Das ist in greifbarer Nähe. Und ich sage Ihnen ein, was, wenn Sie mich fragen würden, was ist ein gutes Konzept für Persönlichkeitsentwicklung? Ist das Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie oder Urschrei oder so etwas? Dann würde ich sagen, Entrepreneurship. Ich habe an meinen Studenten erlebt und vielen solchen Gründungen, dass die sich in der Persönlichkeit verändern. Die werden andere Menschen, die werden kommunikativer, die werden offener, die sehen sogar besser aus. Die sehen sogar besser aus. Und das ist die Chance. Wir müssen das Entrepreneurship spannend machen. Wir müssen es in einer Weise machen, dass man nicht sagt, der arme Selbstständige, der ist ständig überarbeitet, der geht hohe Risiken ein, der muss zu den Banken hinlaufen und die betteln, dass er da von denen Kapital kriegt. Der moderne Entrepreneur ist davon unabhängig. Der muss sehen, dass er arbeitsteilig vorgeht. Wir müssen Abschied nehmen vom Alleskönner. Wir müssen arbeitsteilig vorgehen. Und dann kann das ganz großen Spaß machen. Und nicht nur macht es uns individuell Spaß, wir brauchen es auch. Wir brauchen diese Entrepreneure. Und wir haben eine Chance, an der Stelle das Individuum und Gesellschaft in einer guten Weise zusammenbringen. Wir brauchen mehr Konkurrenz, wir brauchen mehr Marktwirtschaft. Wir brauchen diese Entrepreneurs und ich glaube, es ist in greifbarer Nähe. Noch nie in der Geschichte hatten wir so gute Möglichkeiten. Wir brauchen nicht Kapital und das ist die Chance für uns in der Zukunft, unser Land wieder nach vorne zu bringen. Ich bedanke mich.